Dass der Bürgerkrieg in Syrien nicht an seinen Landesgrenzen Halt macht, zeigen die Flüchtlingsströme in die Nachbarländer wie etwa die Türkei oder Jordanien. Im Norden des Libanons sollen sich rund 28.000 Flüchtlinge aus Syrien niedergelassen haben. Bei einem Granatenbeschuss aus Syrien wurden dort heute 3 Menschen getötet. Die Sorge, dass der Konflikt zwischen der syrischen Führung und den Gegnern von Assad auch auf den Libanon übergreifen könnte, wächst. Beate Bader. Die zerstörerische Gewalt des Assad-Regimes ist nun auch hier in Wadi Khalid angekommen. Die Grenzregion im Norden des Libanon wurde von etwa 20 syrischen Granaten getroffen. 3 Menschen kamen ums Leben, mindestens 10 weitere wurden verletzt. Die Region dient den syrischen Rebellen als Rückzugsgebiet. Homs ist nur etwa 40 Kilometer entfernt. Es ist zwar nicht der erste Übergriff der syrischen Armee, aber der bisher schwerste. Ich habe geschlafen, als mich die Explosion geweckt hat. Ich konnte nichts sehen, es war dunkel, überall war Staub in der Luft. Ich habe gleich nach meinen Kindern geschaut. Mit meinem Sohn auf dem Arm habe ich nach meinem zweiten Sohn gesucht. Dann hörte ich ihn schreien, fand ihn und bin aus dem Haus gerannt. Die libanesische Armee wurde in Alarmbereitschaft versetzt. Die Armeeführung in Beirut teilte mit, dass gegen jede Verletzung der syrisch-libanesischen Grenze vorgegangen werde. Der Libanon ist konfessionell und politisch eng mit seinem Nachbarn verbunden. Viele Sunniten im Norden Libanons sympathisieren mit dem syrischen Widerstand gegen Assad. Jetzt bezahlen sie dafür mit den ersten Menschenleben.